Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Also kauft und isst alle Fortuna-Thunfisch. Oh mein Gott, der ist so lecker! Ach ja, was für ein schöner Tag. Ich sollte wirklich mal darüber nachdenken, mir einen Greenscreen anzuschaffen. Auf die Uhr schauen. Ich hab ja gar keine. Ich bin so dumm manchmal. Oder ein Kameramann, dann könnte ich draußen filmen. Was war das für ein Geräusch? Dreh ich mich mal um. Keine Sorge, machen Sie sich nicht ins Hemd. Ist ja nicht so, als hätten wir Sie bewusstlos geschlagen und gekidnappt, ne? Okay. Sie müssen für uns durch die Zeit reisen. Zum Anfang des Let's Plays. Okay. Wow. Wo bin ich? Ich bin... Ich? Sie sind wieder am Anfang! Okay. Ich erinnere mich. Mein neues Mikro, das neue Spiel. Und ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Jetzt spielen Sie einfach das Spiel und halten Sie die Fresse! Ja schon! Heilige Scheiße! Yes! Ah! Friede sei mit euch, Alter. Dann werdet ihr sterben. Au! Blöder Gaul! Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Touch, touch. Ups. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstung. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Dann haltet ihr euch für anders. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Was ist euer Begehr? So denkt ihr in eurer Unwissenheit. Egal, es hat einen schöneren Sattel, also nehmen wir es. Schnell, 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 bevor sie Steine werfen. Steine! Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Alles wird wieder. Nein! Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Wir haben noch nicht den ganzen Tag Zeit. Gib mir ein Wurfmesser! Trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltat? Au! Sind wir wieder Freunde? Ich würde sagen, wir gehen da in die Gasse und klettern da hinten hoch und versuchen dann... Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Nein, in die andere Richtung. Oh, nee! Ich wollte Macht. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Der Wachbursche, den wir da gerade umgenietet haben. Und Alter, ihr hängt fest. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Da war der aus Titanic. Unser Schatz ist der Beweis. So, hier runter und Mönch. Lass mich doch durch, Mädel. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Was zum... Sind das alles Templer? Kommt nur her, Freunde. Go, go, Power Ranger! Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Wieder weg. Scheiße. Zerstört es. Moment. Moment mal.
Warum machen wir das Ganze hier nochmal? Ja, für den Edensplitter. Ach so. Sie meinen den hier drin? Oh mein Gott, Fortuna-Thunfisch! So, huch! Das war's dann auch schon mit dem Assassin's Creed Fazit. Es hat ja irgendwie nur 10.000 Jahre gedauert, bis ich es endlich mal auf die Reihe gekriegt habe, dieses Fazit zu machen. Und ja, diese Jacke ist mir ein wenig zu groß. Aber egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr das Assassin's Creed 1 Let's Play noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Es war mein allererstes Let's Play damals und ich habe mir jetzt die ersten Folgen nochmal angeschaut und dachte mir... Aber na gut, wenn ihr ein bisschen besseres Let's Play sehen wollt, dann schaut euch doch Assassin's Creed 2 an. Ich werde ja die ganze Reihe irgendwie irgendwann durchspielen, keine Ahnung. Und schaut auch unbedingt, wenn ihr überlegt, vielleicht selber ein Let's Play zu Assassin's Creed 1 zu machen, auf meinem Blog vorbei. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, man kann den gar nicht hier verlinken, deshalb unten in der Videobeschreibung. Da schreibe ich immer über ein Spiel, wenn ich es fertig Let's Played habe und teste es halt auf Grafik zu der Zeit, auf Let's Play-Tauglichkeit und so weiter und so fort. Alles, was irgendwie interessant sein könnte und ja, schaut doch einfach mal vorbei. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Fazit oder im nächsten Let's Play. Tschüssi! Irgendein Mungo dachte, das wäre total die gute Idee, diese Perücke zu flechten, weil sie ja dann nicht mehr so viel Haare verliert. Der Stift schreibt gar nicht.